Sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute bei Ihnen sein zu dürfen. Es ist mir eine große Ehre, bei AEDES ausstellen zu dürfen. Aber zunächst einen kleinen Einleitungsfilm über unser Büro und die Gliederung und den Inhalt unserer Ausstellung. Herzlich willkommen bei Christoph Hesse Architekten, einem Architekturbüro mit Hauptsitz in Korbach in Nordhessen und einem weiteren Atelier in Berlin. Atmosphäre, Permanenz und Gemeinschaft sind die Kernbegriffe unseres architektonischen Denkens. Das Ziel unseres Handelns besteht darin, identitätsstiftende, autarke und solidarische Lebensräume zu schaffen. Architektur, Mensch und Natur haben sich in den letzten 20 Jahren mehr denn je voneinander entkoppelt. Immer mehr Menschen wurden zu passiven Konsumenten und haben immer weniger das Gefühl, aktiv an der Gestaltung ihres Lebensraums mitwirken zu können. Dies betrifft in besonderer Weise den ländlichen Raum, denn gerade hier war es, historisch betrachtet, aufgrund der harten Lebensbedingungen, schon immer notwendig, ein solidarisches und im Umgang mit der Natur ganzheitliches Leben zu führen. In der Ausstellung Grounded zeigen wir Projekte aus dem Sauerland und dem Waldeckerland in Nordhessen, bei denen wir gemeinsam mit unseren Bauherren die Verbindung zwischen der gebauten, natürlichen und sozialen Umwelt zurückgewinnen. Die realisierten Bauten sollen dabei unter Beweis stellen, dass das Bauen auf dem Land gestalterisch individuell und gleichzeitig bodenständig, partizipativ und energetisch zukunftsweisend sein kann. In drei Themenbereichen präsentieren wir Zukunftsvisionen, die alle dasselbe Ziel verfolgen. Aus Entkopplung wird Vernetzung und aus Vernetzung wird Verbundenheit. Erstens, lokale Netzwerke autarker Gemeinschaften. Wie ein autarkes Wohnhaus im Sauerland zum Motor lokaler Vernetzung wurde und ganze Dörfer durch Bioenergie unabhängig vom globalen Energiemarkt machte. Zweitens, solidarische Stadtentwicklung von innen. Wie durch kommunikativen Austausch die Entwicklung eines sozial und funktional durchmischten Stadtquartiers in der nordhessischen Kleinstadt Korbach gelang. Drittens, Verbundenheit durch identitätsstiftende Orte. Wie durch ein regionales Besucherzentrum, ein privates Turmhaus und einen Seelenort gemeinschaftliche und persönliche Identität im ländlichen Raum erzeugt wird. Natürlich braucht Architektur immer ein gutes und schlüssiges Konzept. Aber ich glaube, so richtig spannend wird es dann, wenn die Einflüsse der Bauherren, also für die man wirklich baut, wenn die wirklichen Sehnsüchte, die innersten Wünsche der Bauherren aus denen herausgekitzelt werden und dann Teil des Entwurfs werden, dann bekommen meistens Projekte eine Tiefe, die viel, viel spannender ist, als wenn sie nur auf einer konzeptuellen Ebene bleiben. Auch wenn das manchmal zu Brüchen oder anderen Wegen oder unorthodoxen Ergebnissen führt, ist es aus meiner Sicht eine tiefe Bereicherung. Christoph Hesse in der Lage, auch mal sagen wir mal, auf Platz zu verzichten. Dadurch entsteht natürlich dann auch eine ganz andere Harmonisierung, die unserer Stadt halt gut tut. Bei Christoph Hesses Projekten schwingen immer Antworten auf die Frage mit, warum es sich an dem jeweiligen Ort zu leben lohnt. Und ich finde, dass wenn Architektur sowas schafft, darauf eine Antwort zu geben, dann ist das sowohl in den ländlichen Räumen als auch in den Städten sehr, sehr viel. Es scheint mir,
Und da gehe ich sicher nicht fehl, dass die Stadt Korbach und die Region sehr stolz sind auf ihren Architekten Christoph Hesse, der sein Plädoyer für autarke und identitätsstiftende Lebensräume in die Realität umgesetzt hat und das in ihrem Ort. In Architektur kann man abstrakt diskutieren, aber es kommen dann halt auch relevante Themen wie, was heißt Klimakrise? Was bedeutet Umweltschutz? Was könnt ihr beitragen? Wie können wir uns energetisch eigenständig in die Zukunft bewegen? Und solche Komponenten sind das, was ich meine, was Bauen viel, viel mehr in der Zukunft ausmacht.